In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man Stoffteile mit der Overlock am besten zusammennäht, wenn die vorher mit dem Doppelfalt oder auch dem Einzelfalt-Schrägbinder eingefasst wurden. Man verschneidet als erstes diese Stoffkanten ordentlich, am besten mit einer größeren Schere, mit einer Zuschneideschere, dass das schön ordentlich ist, weil diese Teile bis hierher mit dem Overlockmesser nicht mehr in Berührung kommen, bei dem Beispiel, was ich euch jetzt zeigen möchte. So, ich fange mal an. Was man noch braucht später ist so eine Nadel mit einem extra großen Öhr, die vorne spitz ist. Die brauchen wir dann. So, los geht's. Als erstes bringe ich die Overlock in Stellung. Ich habe eine 4-Faden-Naht eingefädelt. Ich öffne das mal, dass ihr das seht. Es ist noch eine Kette, die löse ich als erstes. Das mache ich, indem ich am Handrad drehe. Vorher wird erstmal das Füßchen gelüftet. Ich drehe am Handrad vor und zurück, bis sich die Fäden leicht ziehen lassen. So. Dann empfehle ich für diesen ersten Arbeitsgang diese Feineinstellschraube auf Plus zu drehen. Das heißt, die Schlaufen sind etwas kleiner. Das macht sich ganz gut. Das Messer steht in der höchsten Position. Das ist auch wichtig. Füßchen ist noch gelüftet. Die Stichlänge steht auf 3, so zwischen 2 und 3 ist das Ideale und die Stichbreite das Größte, was geht, also steht dann auf 7. So, ich fange an. Die Teile lege ich jetzt übereinander. Jetzt sollte man sich viel Zeit lassen, weil das Auftrennen hinterher dauert viel länger. So, die Teile liegen jetzt schön übereinander. So, und diese beiden Teile schiebe ich bis an die Nadeln. So. Und steche ganz knapp ein. Füßchen nach unten. So, dann richte ich mir die Stoffteile aus. Und daher, und jetzt sieht man, warum das so wichtig ist, dass vorher das ordentlich verschnitten wird. Ich mache es nochmal auf, zeige es nochmal. Weil das Messer schneidet erst ab hier. Das muss ich mit der Hand verschneiden. So, los geht's. Die ersten 3-4 Stiche mache ich mit dem Handrad und drücke hier etwas dagegen. So. Gegebenenfalls das Füßchen nochmal lüften, neu ausrichten. So. Und jetzt kann ich langsam anfangen zu nähen. Wichtig zu wissen ist, die Teile liegen noch nicht richtig unter dem Transporteur. Und deshalb, wenn ich das jetzt so halten würde und so nähen würde, würde das auf der Stelle nähen. Ich muss das hinten wegziehen. Und dafür habe ich diese Fäden. Und da kann ich das schön ziehen. So. Geht wunderbar. Seht ihr das? So. Und dann kann ich im Nachgang diese Schraube wieder auf Normal stellen. Jetzt schauen wir uns das an. So sieht das jetzt aus. Und jetzt habe ich diese Fäden und die nutze ich gleich, um die Teile zu verstechen. Ich zeige das, was ich meine. Ich schneide das erstmal die Kette noch hier ab. Die brauche ich nicht. Dann fädel ich diese 4 Fäden ein. Und diese Fäden kann ich gleich zum Verstechen nehmen. Diese Naht wird auf eine Seite gelegt. Und dann steche ich diesen Umschlag etwas an, dass man das von der anderen Seite nicht sieht. Und nähe die Naht fest. So, dann habt ihr es jetzt so verstochen und den restlichen Faden ziehe ich hier durch diese beiden Stoffteile. So, und dann ist der Faden verwahrt
und schneide das Ende jetzt ab. So sieht es dann aus.